Und jetzt, gib mir den Drachen, dann lasse ich dich vielleicht am Leben. Schließ dich uns an, Ophira. Bayala kann wieder eins werden. Die Magie wird zu uns allen zurückkehren. Zu uns allen. Also, zu uns allen. Du bist der Magie nicht würdig. Ich habe sie mein Leben lang studiert hier im Schattenreich, all ihre Geheimnisse. Und du? Du bist nur eine talentierte Anfängerin. Das Schattenreich verlangt den Drachen. Gib ihn mir! Wie du befehlst! Yeah.
Das darf nicht wahr sein. Wen würde jetzt sagen? Bei meinen Flügeln! Endlich. Ihr zwei wartet hier und seid still. Ich sehe nach, ob jemand zu Hause ist, okay? Ophira wurde von Sura und ihren Freunden besiegt. Und Marvin konnte Nugur unbeschadet zu seinen Eltern bringen. So endet unsere Geschichte mit einem Neubeginn für Bayala. Ein Neubeginn, durch den die Magie ins ganze Land zurückkehren und Harmonie einkehren konnte. Ich möchte mein Glas erheben. Auf die Königsfamilien und ihre Untertanen. Auf die Drachen und ihre Magie. Auf die Helden, die diesen Tag möglich gemacht haben. Und auf Bayala! Auf Bayala! Auf Bayala! Auf Bayala! Es ist ein Neuanfang für ganz Bayala. Morgen werden alle Dracheneier in jedes einzelne Elfenreich gebracht, um allen Stämmen die Magie zurückzubringen. Juhu! Kind und Wasser, Blatt und Stein, alles anders, alles eins.